Willkommen zurück zu Super Paper Mario. Wir haben festgestellt im letzten Part, dass es auch eine spiegelverkehrte Variante von Flipstadt gibt, nämlich Flopstadt. Okay, halb so schlimm. Aber wir haben dort die Herzeule gefunden und dürfen jetzt in die fünfte Welt. Und Tippi ist auch wieder erwacht, hat uns Merlomolon erzählt. Wie man Merlon rückwärts liest. Moment mal, Merlon rückwärts. Nelron. Das seid ihr. Ich fühle mich wieder besser. Lass uns gehen. Bist du sicher, dass es dir wieder gut geht? Es wird schon gehen. Wir haben kaum noch Zeit. Und ich... Ich möchte bei Mario sein. Dann halte dich nicht auf. Dein Wissen wird sicher von großem Nutzen sein. Werte Helden, bitte gebt gut auf Tippi 8. Zu Befehl. Oh Gott, ich bin schon gespannt, was diesmal kommt. Wird schon alles hier. Weltall und was ist nicht alles hier. Immer noch in Sorge um Tippis Wohlbefinden öffneten Mario und Freunde die fünfte Tür. Sie mussten immer noch drei Reihen Herzen finden. Die drohende Zerstörung der Welt rückte in alarmierender Geschwindigkeit näher. Würde Mario noch genug Zeit bleiben, um ein Happy End herbeizuführen? Klar. Und was hatten sich Graf Knickwitz und Schergen wohl noch alles wieder einfallen lassen? Dieses Abenteuer wurde mit jedem Schritt gefährlicher und spannender. Achso, nicht vergessen, dass Odlok wieder uns auflauert. Kapitel 5.1 im Zentrum von Klipdorf. So. Sind wir bereit? Was denn? Klipdorf? Also wie Klipstadt nur. Achso, das ist ja nicht Klipstadt. Das ist ja... Egal. Oha. Höhlenmenschen. Wir sind in einer Steinzeitwelt. Sind das alles Vulkane da hinten, hey? Oha. Wo sind wir nur? Keine schlechte Aussicht von hier oben. Leider ist kein reines Herz erkennbar. Moment, von hier oben? Du meine Güte. Uka, Uka. Großer Felser über uns wacht. Klipulana, nur kleine Felsen brauchen Hilfe. Hilft Klipulana da oder Klipulana bald weg. Ende ist noch an. Nein, wir klippen weiter. Rettet Klipulana da. Klippi klappe klu. Also nerven die mich alle. Klipp. Was zum Klipp. Bist du in Ordnung? Boah, Matteo. Mensch vom Himmel gefallen war. Ja, Kataro, fast verrückt geworden da. Er ist komisch geformt. Warte, er ist vielleicht vom großer Fels, der über uns wacht, geschickt. Das haarige Etwas da. Großer Fels, der uns überwacht, schickt uns uncoolen Typen. Hüte die Zunge da. Zweifel nicht an großer Fels, der über uns wacht. Ganz beklippt, klar. Was wollen die? Hört sofort auf damit! Hier von großer Felser wie uns wacht. Ihr große Brücken wie nur Kiesel. Und Alter, wie sind wir denn gelandet? Und wir sind überhaupt die. Ich land von Klipulana. Ich Klipulana. Auch Klipulana. Das ist nicht schwer da. Egal. Großer hier ist Mamoru, Chef aller Klipulana. Klipulana, wie bitte? Auch großer Diener von Fels, der über uns wacht. Klipulana hier unten Probleme, schwere Probleme, große Gefahr. Eines Tages mutierte Pflanzen kommen, Name Florosapiens. Schnappen sich Klipulane, wir aber friedlich, sie nicht friedlich. Rettungstrupp von uns muss jetzt gerettet werden, wir am Ende mit Latein. Wir retten Klipulane, wo Moro keine Idee hat, immer mehr geschnappt. Schlimm da, entweder wir finden Lösung oder wir alle bald... Weg da! Ihr zerschneiden Florosapiens... Ihr retten Kumpels, ihr helfen Klipulana. Ihr uns nicht hängen lasst, Klipulana euch schulden viel. Spitze, Klippo. Ja, absolut spitze, großer Felser über uns wacht. Euch sicher geschickt. Schrecklich, König Krokus zurückkehren wird. Was?
Die Polaner entführt. Bitte, Tlepolaner brauchen Hilfe. Oh, wo sind wir da reingeraten? Ey, die sind ja nur am Abkacken. Müssen wir eigentlich immer alle Probleme lösen? Hühner von großer Welt, der über uns wacht. Ihr versteht, ja? Bitte helft uns. Bitte ihr helfen, Tlepolaner, bitte. Wie oft soll ich noch sagen, ja, ich helfe euch, verdammt. So, auf geht's. Dino von großer Fels, der über uns wacht, helft Tlepolaner, bitte. Coole Stereoanlage hast du da. Aus Stein. Hey, sieh dir mal den an. So einen hatten wir hier noch nicht, oder? Da hast du recht, Mann. Muss eine seltene Züchtung oder sowas sein, oder? Seltene Züchtung, genau. Den könnten wir eigentlich zum Polieren des reinen Herzens verdonnern, Mann. Mario, diese seltsamen Kreaturen scheinen etwas vom reinen Herzen zu wissen. Unser Anführer, König Krokus, flippt aus, wenn wir ihm diese seltene Spezies bringen. Klopfen wir sie erstmal ein bisschen weich und transportieren sie dann ab. Okay. Also ich merke schon, der König Krokus und diese Pflanzenkerle, die haben... Ja, ein bisschen blöd, dass wir die jetzt kaputt machen. Eigentlich sollten die uns ja zum reinen Herzen bringen. Hm, schon als ob der Anführer dieses Pöbels ein reines Herz besitzt. Wir sollten ihn suchen. Hilfe! Hm. Gut, dann folgen wir dem Pappnasen da. Die Florosapiens sind fünf weitere Dorfbewohner. Achso, wir können uns trotzdem Zeit lassen. Ist okay. Achso, wenn die schon jetzt jahrelang Dorfbewohner entführen, dann sollen sie das weiter tun. Ich guck mich mal ein bisschen um. Was ist denn hier drin? Buhu, so ein Clip. Okay, da geht's nicht rein. Ihr wollt, dass Adamas Haus verlässt? Aber Adama ist schlauer. Achso, die kommen alle nicht raus. Schon verstanden. Wir sollen drum herumlaufen, aber geht nicht. Ach, das ist ein Fernseher, ey. Sehe ich jetzt erst. Das ist ein Fernseher. Cool. Die Polaner nicht da. In echt. Ein Laden. Dämliche Florosapiens sind zu nichts gut. Okay. Die verlassen alles Haus nicht mehr. Was sind das? Hier gibt's ja echt nichts, ne? Gut, dann können wir hier speichern. Nee. Ich habe im Augenblick keine Lust mehr, deswegen beende ich den Part jetzt hier. Ha! Bis zum nächsten Mal und ciao.